Hallo, meine Lieben. Und zwar, ich habe ein Mikro. Ja, ich habe jetzt auch eins, weil ich der Meinung war, das letzte Mal in meinem letzten Video, da hat irgendwie was irgendwie gepfiffen. Und ja, ich hoffe, das funktioniert. Weil das wäre ja jetzt dann der Super-GAU. Ich mache jetzt hier ein Video und es geht nichts. Ne? Wir lassen uns einfach mal ein bisschen überraschen. Heute mal was ganz anderes. Was heißt hier ganz anderes? Der Titel sagt es euch ja schon eigentlich. Und zwar starte ich habe es jetzt im Netz nirgendwo gefunden auf YouTube und weil ja so viele, also ich kriege immer so nebenbei was mit, mir schicken auch verschiedene Instagram-Kolleginnen da mal ab und zu ein paar Bilderchen von ihren Monochrom-Projekten. Genau. Und weil es ja eigentlich immer mehr werden und auch dachte ich mir, ich starte jetzt heute einen, jetzt muss ich es auch noch richtig sagen, ne? Nicht, dass wir durcheinander kommen, Monochromania Saal 24. Genau. Und ihr kennt mich, ich mag gerne mit meinen Zuschauern ein bisschen interagieren. Genau. Und ich würde mir wünschen, dass bis Ende des Jahres ihr könnt mir eure Bilder schicken, was das Zeug hält von euren Monochromen. Und ich zeige die dann ja, für euch in unserer großen Stick-Community. Was haltet ihr davon? Mache ich sehr gerne. Und da könnt ihr mitmachen. Ich würde mich echt super freuen. Und auch meine YouTube-Kolleginnen vielleicht. Kennen die auch wieder ein paar, die das machen und machen da mit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall starte ich mal den Monochromania Saal 24. Vielleicht wollt ihr den auch ein bisschen umändern. Das wäre mir dann auch egal. Also, ja, auf jeden Fall. Wir sind viele Menschen, die absolut eskalieren mit unseren Sticksachen. Deswegen jetzt auch eine neue Mania, eine Monochrom-Mania. Genau, das ist so meine Idee gewesen und ich mache da ja mit, ist doch klar. Aber jetzt kommen wir zuerst mal zu der lieben Simone. Die hat ja dieses Blumenmädchen. Eigentlich hat die Simone mich auf diese Idee gebracht. Und zwar, sie hat ja dieses Blumenmädchen von Etsy, von Monochrom Stitch Art, ja. Und ja, weiß jetzt nicht, gestern, vorgestern hat sie mir ein Bild geschickt. Sie ist nochmal eskaliert und hat den Crumpy Gnome von Stitching Jules Design gekauft. Ja, sie konnte es auch nicht lassen, ne? Machen wir halt noch eins, ja. Und dieses Video wird jetzt nicht so lange werden. Ich kann euch nur sagen, dass ich ja auch noch eins machen werde. Ihr kennt ja meins. Ja, meins. Und ja, das zeige ich euch jetzt nicht den Fortschritt, weil das wird ja am Ende des Monats werde ich euch das zeigen. Und zwar habe ich mir da was anderes überlegt. Und zwar schwarz. Schwarzer 25 CT mit Weiß. Und das ergibt dann dieses Bild. Ja, ich werde es nochmal tun und zwar einfach nur andersrum. Genau. Das macht Spaß. Ich meine, ich habe jetzt
gestickt ein bisschen. Ich hatte direkt keinen Bock mehr, aber das kommt ja auch mal vor, ja. Auf jeden Fall habe ich, ja, kommt dieses Monochrom Weiß dann auch in meinen Socken mit rein zum Ziehen. Und der kommt dann mit in die Rotation. Und ich bin ja so gespannt, wie, wenn, oh, wenn die mal fertig sind, wie das aussieht, wenn die nebeneinander hängen. Das ist ja auf jeden Fall, ja, das war es dann auch schon wieder mit mir heute. Also, 6 Minuten, Tanja, nicht mal. Was bisschen kurz, ne? Aber naja, eigentlich wollte ich nur den Monogramm, ich kann es nicht mal sagen. Monochromania Saul 24 ins Leben rufen, falls es den noch nicht gibt. Ich weiß es nicht, ich habe nichts gefunden so. Kann natürlich auch anders irgendwie heißen und ich komme vom Mond irgendwie, ne? Aber ich rufe den jetzt mal aus und wer mitmachen will, macht mit bis Ende des Jahres. Und ja, wie gesagt, schickt mir eure Bilder, wenn ihr möchtet. Und ich zeige die dann und binde euch mit ein. Und da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Ich müsste halt dann immer wissen, was für ein CT-Count es ist, wo das gekauft wurde, welcher Store das war, und das müsste ich dann halt alles wissen, ne? Ja, genau. Wie viel? Zweifädlich, einfädig, zweifädig, sechsfädig, müsste ich alles wissen. Ja. Also, ihr habt meine E-Mail, die schreibe ich mit unten in die Videobeschreibung mit rein. Könnt ihr mir schreiben, ihr könnt mich erreichen über Facebook, über Mine Kunderbund. In ihrer Gruppe bin ich ja auch, da könnt ihr mir auch schreiben. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mir auch drunter schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr das jetzt total dämlich findet oder so, dann lasst es mich einfach wissen. Ihr könnt alles schreiben, schreibt euch alles von der Seele, was ihr möchtet. Okay, dann sehen wir uns bald. Ich habe nämlich noch was, ne? Ja, sage ich aber jetzt nicht. Also, wir sehen uns bald. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und Happy Stitching. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.